Bis zum nächsten Morgen. Naja. Also nach 16 Uhr nichts mehr essen und dann am nächsten Morgen erst wieder. Mhm. Aber jetzt wird halt alles essen, was man will. Ohne. Schaff ich nicht, krieg nicht hin. Mein Mäuschen. Ja, langsam sind die zu klein, die Schuhe. Perfekt. Ja, sie sind Mäuschen. Freut sich. Alles klar? Alles klar? Das ist ja was, ne? Das ist ja was. Jungen ist so eingeschränkt. So eingeschränkt. Und draußen tut ihr, als wenn nichts wäre, ja? Und hier macht ihr mich so zur Sau. Mit ihrer Art.
So ist das nun mal. Musst du durch als Mutter. Du blöde Kuh, hast du zu mir gesagt. Oh ja. Das hab ich gehört. Mit der Hose, das ist ja... Die zieht sich nach dem Sport immer nicht um. Und dann macht sie mir noch Vorwürfe. Da drin. Wegen dir musste ich schon in meinem Tortue Sport machen, weil ich mein Sport-T-Shirt nicht dabei hatte. Also, wieso hast du es nicht dabei? Es muss ja eigentlich eine Sporttasche sein. Ja. Aber sie lässt es dann unter, zieht es irgendwo aus, weißt du? Das ist auch nicht so schlimm. Fand ich ja witzig eigentlich, aber... Du findest das auch witzig, ja, ne? Ja, die lacht auch ein bisschen. Ist auch albern. Naja, wie auch immer. Gut! Dir geht's gut, ne? Mhm. Oh, du bist schon so groß geworden. Du bist ein großes Mädchen. Der Blick immer. Oh, ich hätte süße Augen. Na, ein Mädchen. Süße Mädchen. Naja. Oh, jetzt leer laden. Oh mein. Oh, bis gleich. Auf geht's. Mit Gebrüll. Moin. Moin. Keine Hand frei. Ja. Nee, bloß nicht hier hinten. Nein, nein, bleib da. Nein. Gut. Ich stelle es wieder zurück. Das bleibt da. Das ist. Auf Verlängerung habe ich mit. Verlängerung? Also Praktikum. Ach so. Du kannst sagen, ein Kabel? Oh, Alter. Oh Gott, das ist. Warum ist das so schwer? In der Werkstatt gerade ein Falter. Das ist meine. Ah! Da fehlt der Pin. Ja, den kannst du nachbestellen bei BBF. Kostet 2 Euro. Der kostet 17 Euro, der Pin. Jetzt weiß ich nämlich, warum ich die nicht mehr benutzt habe. Ich mir gedacht habe, 17 Euro? Wenn mich damals auch so, da willst du 20, also mit Versand bist du ja bei 20 Euro. Da habe ich mir gedacht, oh, ey, ist ganz schön teuer. Das ist halt eine Hose an Japan. Mhm. Ich glaube, kriegst du nicht bei BBF. Pin. Das ist schön. Kann ich mal probieren, ob mein abpasst. Achso, ja, na, wenn das natürlich passen sollte, natürlich, also der Original-Pin kostet 17 Euro tatsächlich. Habe ich gestern nochmal geguckt, überall geguckt. Ja, so sieht der auch aus, wa? Und bei BBF oder was? Ja. Weil da habe ich meinen auch nachbestellt. Weil die war ja ohne Pin. Deswegen hat mich die na 20 Euro, das haben nur 2 gekostet. In Japan an der Dünne drin. Ne, passt. Ist ein Ding, Alter. Ab und zu muss es nicht immer original sein. Bei BBF, ja. Ich habe ja noch nie bei BBF so ein Ding gesehen. So ein Pin einzeln. Ja, kann ich doch hier drin. Ja. Also der ist jetzt hier auch schon fast durch. Hier ja, ich weiß. Ja, die sind ja alle gleich aufgebaut. Genau. Hosan, Japan! Wo sind wir eigentlich? Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Der hält sich rums hier ein bisschen schief. Vielleicht hält sich da. Andere Richtung drehen.
ich stelle mich gerade Uhr zu blöd an. Okay, ich mach das. Uhr machen. Ja. Ach, das ist vielleicht ein bisschen aufgespreizt hier. Vielleicht solltest du auch die richtige Seite nehmen. Ah, du bist einer. Schraubst du Tiere, wo du ja, auch kennst. Ja, stimmt. Hier, na, das kannst du alleine. Ja, kriege die Winde drin, da geht das natürlich nicht. Das ist dann hier ein bisschen aufgeräumt, wie man sieht. Mhm. Und naja. Und gestern, kurz vor Feierabend, kam noch dieses Schmuckstück hier rein. Aha. Hinterradblatt. Ja. Und was sagt der Blatt zu mir? Ich sage, naja, was ist denn hier? Reife hochwechseln, wa? Und sagt er, nö. Ich sage, was? Du willst das riskieren? Ja. Okay. Ideal. Gleich ist es. Also, sprich, das hier kannst du mal ab. Ach nee, jetzt lassen wir lieber dran. Sprich, Hinterrad ausbauen und tatsächlich nur diesen scheiß Schlauch wechseln. Aber den alten Schlauch als definitiv als Anti-Plattband drin lassen. Mhm. Wisst ihr, wie das geht? Nö. Hab ich noch nie gemacht. Naja, dann. Also erstmal braucht man es aus, ganz normal. Und dann trennt man nur das Ventil raus. War nur die Überhofmutter? Interesse halt schon, was ich schon noch gesagt habe. Er dachte, das liegt vielleicht, aber ich glaube, ihr meint, das liegt vielleicht nur am Ventil, weil ich hatte ja auch nicht unbedingt Bock, nur einen Schlauch zu wechseln hier, weil der bringt es überhaupt nicht mehr. Deswegen muss man nämlich diese andere Dinge da mit drin haben. Ja, scheiße ist das. Haben sie nämlich nicht. Moin. Moin. Wieso eine 220 mm Speiche? Habt ihr sowas? Zwei Stück. 220? Ist kurz, wa? Ja, relativ kurz. Für die Klassen oder so. Oh. Ja, was ist das für eine Nadel? Ich weiß nicht, ob der Motor von der Welt ist. Weiter hoch. Oh, alter Schwede! Hallo! Na, Alter, das Ding ist mal so was von porös und brüchig. Das. Zu wenig Luftfahrer. Ja. Das ist einfach typischer uralter Reifen. Total kaputt. Hier ist nichts. Von der anderen Seite raus.
eingestellt. Das steht da wieder. Ach so. Was anders, dann kriegt den Ständer richtig aufklappen können. Das steht ja so im Weg. Ne? An Kanal! Ja, ey, steht alles noch. Alter! Alter, nimmt der jetzt Form an? Hier können wir mal ganz kurz zeigen. Achim ist ja schon. Wir zeigen keine Uhrzeit. Also, einspeichen dauert einfach. Eigentlich hat man in der Prüfung Zeit wie lange? 15 Minuten einspeichen, 30 Minuten zentrieren. Genau, weil Zentrieren ist einfach das Aufwendigere. Einspeichen ist eigentlich relativ simpel gemacht. Man schmeißt es drin. Es gibt nur ein System im Grunde genommen. Was noch mal ein bisschen Zeit dauert, ist das Speichen berechnen. Eigentlich so das Einspeichen an und für sich ist einfach nur wie Puzzeln. Einfach nur drin. Wenn man gut ist, schmeißt man schon alle Speichen vor. Dann hat man nur ein bisschen, braucht man eine gewisse Technik, dass die nicht stören ein. Das macht mich nervös. Genau, manche kommen damit klar. Manche für mich ist zum Beispiel gut, weil ich schmeiß immer eine Seite vor, allerdings nur in eine Richtung. Erst in eine Richtung, dann mache ich die, dann mache ich die andere Richtung, mache ich die und dann mache ich die andere Seite fertig. Ah, kommt es zwar vor, dass ich die Speichen verwechsel.
Ja, okay. Naja, dann hat ja jeder so seine Technik, aber so jetzt für mich am schnellsten und dann ist man da eigentlich in 40 Minuten durch. 45 Minuten hat man in der Prüfung. Genau. Das ist ja schon mal super. Ja. Also, it wird. Und jetzt, Ego auf den Pott. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Oh, die ganze Zeit muss ich schon. Ja, oh, wollt ihr jetzt? Ah. Willst du davon außer den Rahmen noch irgendwas behalten? Ja. Ja, also behalten, normalerweise wenn ich so den Schlachter behalten, den Kurbelarm behalten, weil wenn der Vierkant hinten in Ordnung ist, die andere Seite kann der Müll, die ist schon stark, zu stark abgefahren. Natürlich den Schnellspanner, natürlich hier den Hebel kann man bei der Sattelstütze, wenn sie lang genug ist und nicht hier gleich endet. Den Sattel, wenn er nicht eingeschlitzt ist, als sie braucht, kann man den aufheben. Den Umwerfer kommt in die Umwerferkiste, halt so, ne? Also jetzt, das hier, der Scheinwerfer, naja, den kann man, den schraubt man halt ab und schmeißt den auch noch in die Box da mit drin. Und den Dynamo, ja, die wollten auf alle Fälle, der läuft schön leicht. Das kann man mal machen. Genau, so eine Sachen hier halt, ne? So ja. Laufrad vorne, eher nicht. Laufrad hinten wegen dem Marathon Plus auf alle Fälle. Also ja, die Decke ab. Plus genau. Die Decke ab, der reitet Rad weg. Ja, so, ne? Also Recycling. Recycling. Das SIS-Schaltwerk, oh, weil manchmal brauche ich echt so ein Billiard-Schaltwerk tatsächlich, weil die Leute haben. Also Decke und Schlauch sind relativ neu an den Rad, ja. Rad rangekommen, habe ich auch eingebaut. Jetzt ist er nun total durch. Aber der hier ist abgerissen, den kann man nicht mehr gebrauchen. Nee, der Müll, dann tut der auch Müll. Außer natürlich. Nee. Ach, naja. Ja, du schmeißt so vor. Das ist ja so gut wie unmöglich. Du brauchst ja so ein kurzes Stück, das findest du kaum. So, also Bremsen schmeiß ich so weg, wie sie sind. Genau, Bremsen und Müll. Die sind ja wirklich nicht mehr. Ja, das wird geschlachtet jetzt hier, das Rad. Die Griffe behält man, packt man sich beiseite, den Lenker, Vorbau packt man sich beiseite, Schabrico kommt in Müll bis auf die Einstellschrauben hier. Ja. Das ist eben so was, was ich denn hier rausschlachte aus den Dingen. Das Kleinteil halt. Das ist ja das, was am meisten fehlt. Effekt verkauft.
Ach, meinst du so jetzt schon? Ganz da oben. Ich mach das. Nee, okay, alles klar. Machen wir den. Kannst du rausnehmen. Warte, hier muss ein bisschen geschützt werden. Deswegen habe ich die Gummis hier oft drum. Aha. Ne? Und der Kamerad. Wenn du oben einspannst, so weit oben wie möglich, hast du die Chance, dass die Gabel nicht verbiegt. Ah ja. Kann ja hier wieder weg. Ne? Ja. Klack, richtig klack. Holz, der Holz ist weich. Ja, genau. Das ist gut. Flex! Und den Rahmen halten. So, okay, ich hab's ja gerade wieder eingepackt. Also hier so, schraubt das Ding vorher raus, dann ja. Funkt es nicht so. Also nach oben ziehen und ein bisschen rausziehen. Das ist nicht ganz so. Muss nach oben ziehen dabei wahrscheinlich. Ja, das ist so wunderbar. Also oberhalb der Mutter, ja? Ja, ja, nach Sicherheitsgründen. Einfach. Wahnsinn. Das ist ein schön dickes Material. Ja, da oben ist es dick. Unten wird es dünner. Der tickt mal drauf. Schrottkiste. Das war weg. Das ist komplett Schrott natürlich. Die Arbeit ist dementsprechend natürlich auch ran. So, dann müsste man das jetzt rausziehen können. So, hier haben wir einen Rahmen. Nicht mehr drin. Nein. Nicht. Der rutscht nur immer ab. Das ist das Problem dabei. Der rutscht nur immer ab und dann ist der Bauch unbrauchbar. Auch mal probiert, Hammer halt so. Ich dachte, das ist ja wie eine Schlagschraube. Einfach nur. Gleich muss ich drehen. Jetzt musst du umspannen. Jetzt eigentlich, wenn du jetzt zwei, dreimal hin und her bewegst, ist es ja wie ein Windschneider quasi. Weißt du? Jetzt habt ihr hier. Einfach nur so. Weißt du? Ja. So, jetzt dreht sich ja schon wirklich leicht. Und jetzt kannst du es aussparen, eigentlich hier einsparen und dann mit dem Schlüssel bearbeiten. Ja, aber. Ja, bis dahin! Scheiße. Ach Mann. Der will nicht. Ja und? Sag ich mal, lang. Vorbei ist immer doof. Ja. Okay. Ja, okay. Will ich nicht sagen. Nimm halt den weg. Und da abrutsche. Ja, gut, okay. Brauchen. Oh, doof. Das brauche ich nicht unbedingt. Ach, dann brauche ich ja. Oh, jetzt kommt er.
Stopp. Jetzt aber. Okay. Ja. Machtwerk, Schlachtwerk. Nächste Rad auf der Liste. Tja, und damit machen wir Feierabend, würde ich mal sagen, oder? 2029. Ja. Eine wunderschöne Drari. Mit einem wunderschönen Defekt am Nebendetail. Alles kaputt, eigentlich. Am Nebendetail. Karte, keine Sprecherkarte hier. Ich weiß, stimmt, hast recht. Willst du die Schrauben behalten? Jo, die kannst du wieder lose rumdrehen. Ich hab dich doch gerade gelöst. Na dann sag ich mal schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. 22 Uhr ist es schon ruhig. 10 nach 10. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy.